freudiger Erwartung werden wir unser Plumpsgeschirr fertig machen. An einem eisigen Wintermorgen traf ich mich mit dem alten Hasen Uwe Böttcher zum Dorschangeln. Und der große Meister hat mich echt verblüfft. Hallo, ihr lieben Fisch- und Fangleser. Heute wollen wir euch mal wieder eine neue Demonstration zeigen, wie man Dorsche auch ohne Pilger fangen kann. Uwe steht auf Liebeskugel mit Anhang und heute haben wir so einen kleinen Redakteur mitgenommen, der das auch mal sehen kann, und dann werden wir euch mal zeigen, wie das richtig abgeht. Petri Heil und strammes Seil. So, dieses ist hier mein neues Pilgsystem. Wir haben jetzt die Zeit, wo der Dorsch unheimlich die Krabben aufnimmt. Manchmal verschmäht er da die Pilger und er nimmt lieber die Liebeskugel mit Anhang. Das ist eine Variation, wie wir sie ranhängen können. Ist wenig hängerträchtig, weil der Haken meistens nach oben ist. Die zweite Variante ist, das ist die eine Krebssorte und jetzt habe ich hier noch die andere Krebssorte. Damit wollen wir heute auf Dorschfang gehen und ich werde euch zeigen, dass das super läuft. Du fahrst mal auf die Dorschwiese. Da fahren wir jetzt direkt drauf. Das Wetter ist gut. Ich habe ein gutes Gefühl. Und wie ich gesagt habe, Petri Heil, Uwe. Auf den Krebs mit der Liebeskugel. Und fallen lassen. Das geht doch. Jawohl. Der Sturmsack ist draußen. Jawohl. Petri Heil. Ja, Petri Heil. Jetzt ist er weg. Oh. Scheiße. Und schön im Sitzen, Uwe. Wieder eine auf Liebeskugel. Das funktioniert wie Schmidts Katze. Und ihr seht, es hat wieder geknallt und die Liebeskugel hat wieder zugeschlagen. Ich habe euch nicht zu viel versprochen. Ab und zu, wenn man den Schwarm schmeißt, trifft man so einen Löwen. Wie gesagt, Petri Heil und strammes Seil, immer weiter mit der Liebeskugel. Wer selbst einmal solche Drills erleben möchte, der sollte erst mal mit Uwes Liebeskugel probieren. Wenn man nur den Drilling ranmacht, ist die Reizfähigkeit nicht so gegeben, als wenn man auf den Drilling eine kleine Krabbe aufzieht aus Gummi und dazwischen zwei Sprengring ein Minuswirbel machen, dann dreht sich der Fisch auch nicht raus und somit ist der Reiz für den Dorsch etwas größer
und die Fangchancen erhöhen sich dabei.